Hey Leute, was geht ab? Heute geht's weiter mit Lego Ninjago und da habe ich hier das Set mit der Nummer 70677, der Wüstensegler. Das Set ist aus dem Jahr 2019, die Altersempfehlung von Lego ist 9 Jahre plus. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 129,99 und dafür bekommt man genau 1178 Teile. Darunter sind 9 Minifiguren, die sehen wir hier schon mal. Und hier auf der Rückseite sehen wir die ganzen Funktionen, die der Wüstensegler dann zu bieten hat. Die testen wir aber gleich gemeinsam am aufgebauten Modell. So, und bevor wir gleich loslegen, gehen heute auch mal wieder wunderschöne Grüße an Minecraft Pro, an Mr. and Miss Gaga, Hendrik Wollmering, Marin Felsch, Karl-Heinz Doll, Daniel Kardell, SurfEye Cole, an den Pascal, an den Gabriel und an Juba Aljenikov. Also an euch alle ganz, ganz liebe Grüße von mir und jetzt viel Spaß bei dem Video. Okay, dann werfen wir jetzt mal zusammen einen Blick in die Box und schauen mal, wie viele Tüten hier drin sind. In der Box waren jetzt 8 nummerierte Tüten mit den Nummern 1 bis 8. Dann haben wir hier noch eine unnummerierte Tüte mit ein paar Großteilen. Hier haben wir dann noch eine zweite unnummerierte Tüte, da sind ebenfalls noch die Reifen, ein paar Felgen und der Tornado-Spanner von Cole drin. Dann haben wir hier noch die beiden Segel. Dann haben wir hier noch dieses Teil mit den Schriftrollen des verbotenen Spinjitzu. Dann gibt es hier noch einen Stickerbogen mit ein paar Stickern, aber ich finde für ein Set dieser Größe hält sich das noch in Grenzen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Anleitung, die hat insgesamt 242 Seiten. Und ich baue das Set jetzt mal kurz auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also bis gleich. So, und hier haben wir jetzt den aufgebauten Flugsegler, ein ziemlich cooles Modell, muss ich sagen. Und zudem haben wir noch die 9 Minifiguren, die schauen wir uns heute auch wieder als erstes an. Und wir starten hier mal mit den 3 Ninja, Kai, Jay und Nia. Alle 3 Figuren haben ihre normalen Ninja-Masken auf dem Kopf. Zudem sind alle 3 Figuren ausgerüstet mit einem silbernen Katana. Das sehen wir hier hinten, das steckt in dieser Halterung. Die Halterung ist ein separates Teil, das wurde zwischen Kopf und Torso gesteckt. Die Ausrüstung werde ich jetzt mal kurz abnehmen. Dann sehen wir hier die Bedruckungen der Figuren mal ein bisschen genauer. Sie tragen eben auch alle 3 ihren Ninja-Anzug aus dem Jahr 2019. Hier sind auch nette Details dran, zum Beispiel bei Jay sieht man hier so einen Smiley-Button an dem Träger. Und zudem sieht man hier auch schon die Gesichtsbedruckungen der 3 Figuren. Und alle 3 Figuren haben auch noch zweite Gesichter, die sehen wir hier hinten. Zudem sieht man hier jetzt noch die Rückenbedruckungen. Die nächsten 3 Figuren sind dann links hier einmal Char, er ist ein Schlangengeneral der Pyro-Viper und der Pyro-Schlangen. In der Mitte haben wir den Pyro-Verwüster und rechts noch den Pyro-Krieger. Der Pyro-Krieger ist ausgerüstet mit einem Schild und einem Schwert. Der Verwüster in der Mitte hat ebenfalls ein Schild in der Hand und einen Krummsäbel. Und Char links hat noch einen Schlangenzepter in der Hand, der gefällt mir richtig gut, der wurde aus ein paar Teilen zusammengesteckt. Mir gefallen vor allem die grauen Schlangenköpfe oben. Hier sehen wir die 3 Figuren jetzt mal ohne Bewaffnung und wir sehen auch noch, dass Char und der Pyro-Verwüster noch eine Panzerung auf den Schultern haben. Das ist bei beiden das komplett gleiche Teil, das zeige ich euch mal kurz von allen Seiten. Von hier hinten sieht man noch einen Stud, da kann man also noch was dran befestigen. Und auch die Bedruckungen der 3 Figuren sehen super aus. Der Pyro-Verwüster und der Pyro-Krieger, die haben die komplett gleiche Torso- und Beinbedruckung, die sieht super aus. Mit den ganzen Bandagen und eben den ganzen Feuer. Aber auch Char sieht super aus, die Farbkombi schwarz, orange und rot sieht toll aus und natürlich sind die Köpfe ein Highlight an den Figuren. Von den Seiten sieht man hier das ganze Feuer lodern und auch die Zähne und die Augen leuchten. Schauen wir uns die Figur noch kurz von hinten an, da sieht man dann noch die Rückenbedruckung. Also wie gesagt, der Pyro-Krieger und der Pyro-Verwüster haben ja den gleichen Oberkörper, das heißt die Rückenbedruckung ist auch bei beiden Figuren gleich, deswegen habe ich bei dem Verwüster in der Mitte mal die Panzerung draufgelassen. Zudem sieht man hier nochmal die Köpfe von hinten und eben den Schlangenschwanz von Char. Und die letzten 3 Minifiguren im Set sind dann links einmal Cole VS. VS steht für verbotenes Spinjitzu. Er ist ausgerüstet mit einem silbernen Katana und er hat seine energiegeladene Kapuze auf dem Kopf. Die sieht super aus. Hier in schwarz mit dem orange-transparenten hinten. Das sieht toll aus. In der Mitte haben wir dann Sensei Wu. Er ist einmal ausgerüstet mit seinem braunen Stab. Und zudem hat er noch eine Tasse in der Hand. Wir erkennen auch hier schon sein Bart vom Gesicht. Das ist auch wieder ein separates Teil, das zwischen Kopf und Torso steckt. Zudem hat er einen Hut auf dem Kopf.
Und rechts haben wir Asphira, sie hält die Schriftrolle des verbotenen Spinjitzu in der Hand. Zudem hat sie ebenfalls eine Panzerung auf den Schultern, das ist das gleiche Teil, das wir gerade schon bei den anderen beiden Schlangen gesehen haben, nur hier eben in Gold. Und wenn wir uns die Figur nochmal kurz von hinten anschauen, dann sieht man hier den Umhang von Sensei Wu. Zudem sieht man nochmal die energiegeladene Maske von Cole. Und das komplette Zubehör werde ich jetzt mal kurz abnehmen. Dann sehen die drei Figuren mal so aus. Cole trägt ebenfalls seinen Ninja-Anzug aus dem Jahr 2019. Sensei Wus Bedruckung sieht auch toll aus, vor allem seine Gesichtsbedruckung gefällt mir richtig gut. Wenn der Bart vom Gesicht ist, dann erkennt man natürlich nicht so viel davon. Und Asphira ist deutlich größer als die beiden anderen Figuren. Das liegt zum einen natürlich an dem brennenden Unterteil, aber auch an dem Schlangenkopf, der hier auch wieder richtig gut aussieht in Gold mit den Flammen an den Seiten. Schauen wir uns die Figur noch kurz von hinten an. Hier ist ein nettes Detail, dass Sensei Wu auf dem Hinterkopf ebenfalls nochmal eine Bedruckung hat. Hier sieht man so einen Zopf. Zudem sieht man natürlich auch noch die anderen Rückenbedruckungen der Figuren, die auch bei allen richtig gut aussehen. Gut, das waren also mal die Minifiguren. Mit dem Set war noch hier dieser Tornado Spinner von Cole. Beim Unboxing habt ihr gesehen, das obere Teil ist komplett ein Teil. Man musste nur noch dieses transparente Teil hier unten draufstecken. Und hier in der Mitte sieht man dann zwei Studs, da kann man den Cole draufstecken. Dann sieht das Ganze so hier aus und jetzt kann er sein verbotenes Spinjitzu ausführen. Okay, und damit kommen wir jetzt zum Wüstensegler. Das Modell ist ca. 22 cm hoch, 50 cm lang und 18 cm breit. Und wir schauen uns jetzt mal zusammen die ganzen Details und Funktionen an. Und wir starten gleich mal hier oben an Deck. Ganz oben sehen wir natürlich die beiden großen Segel. Die sind wieder aus einem Stoff. Das ist so ein Material, wie wir zum Beispiel von den alten Star Wars Umhängen oder von den alten Batman Umhängen kennen. Also das festere Material. Okay, dann schauen wir uns das Deck mal ein bisschen genauer an. Die Reling hier an der Seite finde ich ist auch schön gestaltet worden mit verschiedenen Teilen und verschiedenen Aufklebern. Hier sieht man zum Beispiel Land Bounty, so heißt das Modell ja im Englischen. Zudem sieht man hier noch einen Aufkleber und hier sieht man noch eine Nummer 2508. Das ist übrigens die Setnummer von der geheimen Schmiedewerkstatt. Das Set hatte ich hier auch schon mal vorgestellt. Keine Ahnung, ob es damit was zu tun hat. Dann haben wir hier oben noch einen kleinen Bonsai-Baum vorne und hinten haben wir noch eine Kanone. Die kennt man zum Beispiel auch von den Piraten-Sets. Die lässt sich dann auch drehen. Und natürlich auch abfeuern. Wir haben einmal eine Munition ist schon geladen und hier haben wir noch Ersatzmunition. Das sind diese schwarzen Teile. Und abgefeuert wird die einfach, indem man hier hinten dran zieht. Dann schauen wir uns nochmal die andere Seite des Decks an. Hier sieht man nämlich noch ein goldenes Katana, das steckt hier. Und bei der Kanone haben wir auch noch zwei Clips, also hier und da. Da kann man, wenn man möchte, auch noch die Waffen der Ninja befestigen. Und hier sehen wir dann den hinteren Teil des Wüstenseglers und hier gibt es auch gleich eine erste Funktion. Und zwar kann man dieses komplette Teil hier abnehmen. Das ist ein abnehmbarer Flieger. Und so sieht der Flieger dann aus. Er ist ca. 31 cm lang, 13 cm hoch und 30 cm breit. Und das Modell schauen wir uns natürlich auch ein bisschen genauer an. Und wir starten gleich mal hier vorne. Hier haben wir ein Steuerrad und darunter noch eine Karte oder so ein kleines Navigationssystem. Das ist ein bedrucktes Teil und kein Aufkleber. Und hier ist natürlich auch genug Platz, um da eine Minifigur hinzustellen. Der Flieger ist natürlich auch sehr gut bewaffnet. Wir haben hier rechts und links zwei Stud-Shooter. Wie die funktionieren, das wisst ihr ja. Man drückt einfach hier hinten drauf und dann fliegt der Stud los. Und natürlich sieht der Flieger auch optisch ziemlich cool aus mit den großen Antrieben hier hinten und natürlich auch dem großen Segel. Hier gibt es jetzt auch noch eine weitere Funktion und zwar kann man diese grauen Hebel nach unten drücken und dann fahren die Turbinen bzw. die Flügel nach außen aus. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick in den Innenraum des Fliegers. Dafür können wir diese Teile hier nach vorne klappen. Dann sieht man hier noch zwei Sitze für Minifiguren und hier vorne haben wir auch noch einen kleinen Monitor. Das ist auch wieder ein bedrucktes Teil. Okay, den Flieger lassen wir mal kurz ab, dann kann ich euch weitere Funktionen zeigen. Vielleicht seht ihr das schon, hier drin haben wir noch ein kleines Geschütz und hier draußen haben wir ein Zahnrad. Dadurch können wir das Geschütz nach außen fahren.
Und dann können wir das manuell um 360 Grad drehen und auch noch ein bisschen verstellen nach oben und nach unten. Und ihr seht ja schon, da sind zwei Spring-Loaded Shooter. Wie die ausgelöst werden, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Man drückt hier hinten drauf und dann fliegen die los. Optisch sieht das Ganze auch toll aus. Hier haben wir eben eine große Treppe, die dann von oben nach unten führt. Die haben wir auf der anderen Seite auch nochmal. Zudem sieht man überall so Lampen hängen. Und hier haben wir dann eben einen Durchgang in den Innenraum des Wüstenseglers. Ich zeige euch das nochmal kurz von der anderen Seite. Da sieht es nochmal genauso aus. Und hier gibt es sogar noch einen kleinen Waffenhalter. Da sind noch zwei Waffen befestigt. Und als nächstes werfen wir mal einen Blick in das Cockpit des Wüstenseglers. Dafür können wir dieses komplette vordere Teil hier abnehmen. Das sieht dann so aus und dann können wir da mal einen Blick reinwerfen. So, das Segel habe ich auch mal kurz abgenommen. Dann sieht man das hier drin alles ein bisschen genauer, weil hier ist neben dem Cockpit, das wir vorne sehen, auch noch ein kleines Dojo. Hier vorne beim Cockpit haben wir dann auch Platz für zwei Minifiguren. Rechts haben wir dann eben das Lenkrad und links haben wir auch einen kleinen Computer, eine kleine Anzeige. Das ist auch wieder ein bedrucktes Teil. Ein weiteres cooles Detail finde ich ist hier diese Spielekonsole. Da ist ein Aufkleber drauf und da sieht man, dass zwei Ninja gegeneinander kämpfen, also einer in Rot und einer in Grün. Ich denke mal, dass das Kai gegen Lloyd sein wird. Und hier hinten haben wir dann eben noch das Dojo mit verschiedenen Waffen, die hier an den Seiten sind. In der Mitte haben wir dann auch noch Stats, da kann man dann Minifiguren draufstellen. Hier auf der anderen Seite haben wir dann noch weitere Waffen und noch eine Teekanne. Von vorne können wir dann auch nochmal einen Blick in das Cockpit werfen, das sieht dann so aus. Zudem sieht man hier eben noch die Frontleuchten und die großen Räder mit den coolen goldenen Felgen. Und hier hinten im Heck haben wir noch eine kleine Garage für ein kleines Quad, das sehen wir hier oben. Um das da rauszuholen, müssen wir einfach diese Teile nach unten klappen und dann können wir das Quad hier rausholen. Und hier sehen wir das Quad mal ein bisschen genauer und ich muss sagen, das sieht extrem cool aus, weil das halt so ein bisschen nach vorne gelehnt ist. Das sieht man hier von der Seite ganz gut. Von Lego kennt man natürlich schon viele Quads, aber das hier gefällt mir richtig gut. Hier ist dann natürlich auch noch Platz für eine Minifigur und hier hinten sieht man schon mal einen Clip. Da kann man dann mal die Bewaffnung der Minifigur dran machen. Und das Ganze sieht dann mal so aus. Hier hinten gibt es noch eine weitere Funktion und zwar wurde hier die Steuerung des Wüstenseglers verbaut. Gelenkt wird der über dieses Teil. Wenn man da dran dreht, dann seht ihr vorne schon, wie sich die Reifen nach rechts und links bewegen. Von der Seite sieht man das nochmal ein bisschen genauer. Also wie ihr sehen könnt, die beiden vorderen Reifen drehen sich dann eben, wenn man hinten dran dreht. Und zudem gibt es noch eine weitere extrem coole Funktion und zwar seht ihr hier diese Shuriken-Schneider. Die drehen sich, wenn der Wüstensegler fährt. Gut, und das waren dann auch schon mal alle Details und Funktionen von dem Set. Ich muss sagen, mir gefällt der Wüstensegler extrem gut. Der Aufbau hat viel Spaß gemacht, das Modell sieht grandios aus, es hat so viele coole Funktionen. Und zudem bekommt man noch 9 Minifiguren, also da passt alles. Preislich liegt das Set bei 130 Euro, ich selber glaube 110 Euro dafür gezahlt. Aber das Set gibt es auch schon für unter 100 Euro und ich finde, das ist ein super Preis für dieses Set. Das ist aber natürlich alles nur meine Meinung. Ihr könnt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich kostenlos machen. Gut, und das war's dann mal soweit von mir. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.